In einem Leserbrief im Schwäbischen Tagblatt lobte Lothar Albus eine Flasche Bier für denjenigen aus, der ihm auf Grundlage einer Grafik nachweisen könne, wie die Haltestelle der künftigen Stadtbahn in Tübingen sowie deren Zugänge und der Radverkehr auf der Neckarbrücke funktionieren könne. Kein geringerer als der Tübinger Oberbürgermeister selbst kam dieser Bitte nun nach. In einem Brief erklärte Palmer, dass die Neckarbrücke am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sei und ersetzt werden müsse. In einer Grafik, die er dem Schreiben beifügte, wird gezeigt, wie der verbreiterte Neubau den Platz für Bus, Rad und eben auch Stadtbahn hätte. Am Ende des Briefes fragt Palmer, ob er nun die Flasche Bier bekäme, gerne alkoholfrei.